Laden wir mal ein. So, 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 so. So. Hoffentlich klappt es jetzt. So. Na, ihr Lieben, alles gut bei euch? So, wir machen heute mal einen Ausflug. Hallo, liebe Liane, wie geht's dir? Hi. Wir machen heute einen Ausflug zu den Stromschnellen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht. Das freut mich, dass es dir gut geht. Ah, warte, ich muss euch mal ein bisschen höher anziehen. Wo ist es in Schweden? Oh, jetzt fragst du mich was. Der Nähe von Älvsbyn, das sind Storsele, ist das richtig? Bei den Stromschnellen, wir gehen jetzt mal gucken. Schön, dass du da bist, liebe Hexe. Hi. Na? Ich bin echt gespannt, wie das gleich aussieht. Ich hoffe, ich finde auch den Weg. Mein Mann hat gesagt immer gerade, Storforsen. Storforsen sind wir bei den Stromschnellen. Das waren aber schnelle 10 Minuten. Ja, siehst du mal. Wir können auch schnell ab und zu. Heute ohne Verspätung. Mega. Könnt ihr das schon sehen? Da oben ist unser Ziel. Da. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Aber auch das Wetter wird immer schöner. Die Sonne kommt richtig raus. Das ist richtig schön. Guck, könnt ihr auch die Sonne sehen. Also. Die haben sogar den Weg frei gemacht. Was ein Luxus, oder? Manu, vielen Dank fürs Röschen. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, guckt euch mal diesen Ausblick an. Der Wahnsinn, oder? Oh, ist so schön. Genau, es wäre mega. Genau, ihr Lieben, falls ihr noch nicht folgen, gerne liken und wenn ihr könnt, gerne auch ein Teamherzchen da lassen, das wäre mega. Bin ich hier jetzt richtig? Du hast doch gesagt, ich soll hier lang gehen, ich sehe jetzt hier aber nichts, wo ich weiterkomme. Hätte ich da gerade ausgemusst? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir auch, Ralf, und hallo. Und Anna, vielen Dank fürs Folgen, dankeschön. Wir sind gerade auf dem Weg hier hoch zu den Stromschnellen, mal gucken, wie das hier jetzt aussieht. Hallo, liebe Antje, na du? Wie geht's dir? Und schön, dass du in deiner Pause mal hier reinguckst. Schatz, jetzt sag mir, hier lang oder andere Richtung? Bin ich hier falsch? Aber wir gehen einfach mal selber gucken. Vielleicht kann man hier drum rumgehen. Ah, schon wieder lost richtig. Oh, guck mal hier unten. Seht ihr das? Oh, guck mal, wie die Eisplatten sich da hochgedrückt haben. Richtig mega. Uns geht's auch soweit gut. Dankeschön. Weißt du doch, schlechte Menschen geht es immer gut. Hoffentlich. Könnt ihr das sehen? Da sagt nur mal einer, wir haben hier keinen Frühling. Gell? Oh. Hallo, liebe Josie, wie geht's dir? Hi. Richtig. Guckt euch das mal an. Richtig schön, ne? Wir befinden uns gerade in Storforsen und gucken mal, ob wir hier langkommen. Ich bezweifle es aber gerade. Ich glaube, mein Mann hat mich hier falsch langgeführt. Aber wir werden sehen. Wir gucken mal. Wenn nicht, genieße mir kurz von hier unten die Aussicht. Da, wo die Holzbrücke ist, sind die. Ja, ich sehe die nicht. Nee, hier geht es nicht lang. Okay, wir müssen umdrehen. Aber wir können mal von hier aus gucken. Guckt euch das mal an. Das ist alles Wasser. Und jetzt sieht man richtig, wie diese Eis. Guck mal, wie dick diese Eisschollen sind. Mega. Bist am Putzen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Putzen. Wir drehen mal um. Wir müssen mich eins weiter. Ah. Das ist ja klar, wenn ich unterwegs bin, verlaufe ich mich immer 3-4 Mal. Das ist ganz typisch. Guck mal. Beim nächsten Mal muss ich mir das vorher mal angucken. Ah doch, da vorne. Da ist ein Spielplatz, da geht's lang. Wie lange bist du am Tag? Das ist eine gute Frage. Es kommt immer ganz drauf an, ob die Kinder auch raus wollen oder nicht. Sonst sehr lange, ja. Aber Regen ist blöd, aber hier kommt gerade die Sonne raus. Und wir gucken mal, dass wir jetzt die Stromschnellen sehen. Die sind mega schön, sage ich euch. Und vielen Dank fürs Folgen. Ein Dankeschön. Ach, das glaube ich. Ich mache Putzen auch immer in Etappen. Erst unten und dann oppe. Mit ein, zwei Kaffeepäuschen, mega. Wartet, wir müssen einmal um die Kurve rennen. Ei Gude, wie geht's dir? Heute mal eine andere Umgebung. Heute sind wir in Storforsen unterwegs bei den Stromschnellen. Müssen nur den richtigen Weg finden. Ja? Aber wäre ja auch nicht wir, wenn wir gleich auf Anhieb den richtigen Weg gefunden hätten, oder? Ach, danke, auch soweit gut.
Ich bin froh, dass mein Mann gesagt hat, ich soll hier die Schneehose noch drüber ziehen. Ist ganz schön windig, habe ich gerade gemerkt. Na? Vorne könnt ihr es auch gleich lesen. Da wisst ihr, wie das geschrieben wird, wenn ihr mal hier unterwegs seid. Richtig. Wobei, das stimmt nicht. Mein Mann hilft mir auch. Wir machen das immer zusammen. Da ist man viel schneller, sag ich dir. Einer oppe, einer ohne und los geht's. Guck, Storfhorsten, könnt ihr das lesen? So, jetzt wisst ihr, wo wir hingehen. Oh, warum schlimm? Ist doch mega, dass immer noch Schnee da ist. Wir freuen uns richtig darüber. Schnee gibt's nie genug. Yes, Jonte, it's a great weather. And it's a nice place here in Storfhorsten. Maybe it says something to you. Und hallo Chrissy, Hallöchen. Ja, ja, das stimmt. Also, ach, jetzt sind wir richtig, ich sehe die Brücke. Chrissy, vielen Dank fürs Röschen. Dankeschön. Wir haben den richtigen Weg gefunden. Also, sag ich doch. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Und hi, na, wie geht's euch, ihr Lieben? Schnee ist schee, richtig, auf jeden Fall. Da hat es jemand erfasst. Schnee ist mega. Jetzt sag nicht, ich komme hier auch nicht lang. Wo muss ich denn? Ja, warte mal, doch, wir gucken jetzt mal hier unten. Wartet. Da ist die Brücke. Wie komme ich da hin? Bist du sicher, dass du hier lang gelaufen bist? Okay, doch, wir kommen da lang. Mega. Hier ist ein Skido lang gefahren. Wir sind richtig. Ich wollte schon gerade sagen, so Mist. Aber nein, Skidos haben uns... Ja, mache ich doch, aber hier, guck mal. Das sah gerade aus, als ob ich hier durch den Schnee rennen muss. Ich bin 1,50. Das wird schwierig. Bella lost in Schweden, richtig. Ja. Antje, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und hoffentlich bis später. So, jetzt bin ich hoffentlich richtig. Ja, sieht so aus. Gott sei Dank. Und hier ist auch der Weg richtig schön frei. Guckt euch das mal an. Was eine mega Aussicht. Luft anhalten und los geht's. Richtig. So schön. Oh, it's this morning was minus 18 and now I think minus 6 or a little bit more, maybe. I don't know. I don't look. Ist mega schön, ne? Ha, guckt euch das mal an. Die Sonne kommt raus. Jetzt noch der Wind weg. Perfekt. So, und auf geht die wilde Fahrt, sage ich euch. Wartet. Einmal gucken, wo wir lang. Guck mal, seht ihr das jetzt? Richtig krass, ne? Huhu, Cindy. Und hi, Maximilian. Na, wie geht's euch, ihr Lieben? Ha, was macht ihr heute Schönes? Was steht bei euch an? Und genau, ihr Lieben, falls ihr noch nicht folgt, gerne folgen. Ich liebe Schnee. Ach, du bist mir mega sympathisch. Ich auch. Wir auch. Mein Mann liebt noch viel mehr Schnee als ich, sag ich dir. Das muss mir erst mal packen. So. Jetzt haben wir auch die Brücke gefunden, seht ihr mal. Ja, arbeiten gehört leider immer dazu, gell? Wäre schön, wenn es ohne ging. Hier sind wir. Und im Sommer wollen wir hier dieses Wildwasser-Crafting machen. Also ich bin schon gespannt, wie das wird. Steht auf jeden Fall auf dem Plan. Mal gucken, wann Ommel kommt. Dann passt du so lang auf dich. Yes, Michael. It's very much snow here in Sweden. Das stimmt, Klemmer. Da hast du vollkommen recht. Schnee ist mega. Ja, warte, ich bin immer so klein. Jetzt muss ich mal auf die Zehenspitze stellen. Ah, super, Maximilian. Wünsche ich dir mega viel Spaß. We are in Storfhorsten and I don't know the English name for that. I show you is a few seconds that you can read it in Swedish. Wo ist Manifred? Gott sei Dank ist Manifred heute nicht dabei. Ja, der lässt uns hier in Ruhe und wir gucken mal, wie weit wir es hoch schaffen. Ich bin auch gespannt. Und das ist Nordschweden, gerade in Storfhorsten, auf dem Weg nach oben. Mal gucken, wie es oben aussieht. Ich freue mich schon mega darauf. Wartet. Aber hier ist kein Schnee weg. Gott sei Dank habe ich alles an. Nachher machen wir es wie Ommel und rutschen einmal komplett runter. Haben wir einen halben Weg gehasselt.
Richtig, auf jeden Fall. Ich warte dann hier auf dich, bis du vorbeikommst und Manfred wieder abholst. Und bei euch, ihr Lieben, was habt ihr heute Schönes geplant? Wie ist bei euch das Wetter? Ich habe schon gehört, Regen. Das ist nicht schön. Ich schicke euch auf jeden Fall Sonne, falls ihr noch keine habt. Und hi Dodo und vielen, vielen Dank für dein Teamherzchen. Wie geht's dir? Sonnig, oh mega. Sonnig hört sich immer klasse. Und Punkt, vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. Genau, ihr Lieben, falls ihr noch nicht folgt, gerne folgen. Essen machen klingt super. Und schön aussehen. Perfekt. Leben gehasselt sind die. In Berlin sonnig. Oh, wie schön. Endlich kommt die Sonne wieder raus. Huh? Jetzt fängt es bei dir an zu regnen. Oh nein. Ich schick dir schnell Sonne rüber. Keine Sorge. Kriegen wir hin. Machen wir. So. Oh, hier ist für Kleine. Guck dich das mal an. Was eine Aussicht, ne? Ich liebe das hier. So schön. Und es fängt langsam alles an zu tauen. Könnt ihr das sehen? Bald sieht man hier das Wasser wieder. Und hey, hey Mel, wie geht's dir? Und Dankeschön für dein Teamherzchen. Dankeschön. Das ist so mega cool. Ich bin mal gespannt, wie es weiter oben aussieht. Ob da schon alles komplett frei ist. Wir sind in Nordschweden, gerade in Storforsen. Und wartet. Gehen gerade die Stromschnellen hoch und gucken mal, wie viel schon offen ist. Hier unten sieht schon mega aus. Und Mel, vielen, vielen Dank für das Konfetti. Dankeschön, meine Liebe. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Warst du hier auch schon mal, Mel? Nee, Nordschweden. Gerade in Storforsen unterwegs bei den Stromschnellen. 30 Grad, oh Mann. Also 30 Grad, da möchte ich doch nicht tauschen. Aber genießt es. Richtig, wir sind ausgewandert, Sophie. Hier nach Nordschweden. Okay, mega, es ist so schön. Und alles ist schon so kräftig am Tau, ne? Also, der Frühling kommt jetzt in großen Schritten auch zu uns, würde ich mal sagen. Wen vermisst du, Cindy? Bisher lebt sich hier tatsächlich super. Keine Beschwerden. Ganz im Gegenteil, wir sind mega glücklich hier oben und können es nur weiterempfehlen. Sprachbarriere haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Mit Englisch kommt man sehr, sehr gut weiter und man versteht auch schon relativ viel in Schwedisch. Und mein Mann hat das große Glück, er findet immer jemanden, der Deutsch spricht. Also von daher können wir uns echt nicht beschweren. Hey, hey, Flori, schön, dass du da bist. Weißt du, wo ich bin? Kannst du es erkennen? Schön kalt? Nee, geht eigentlich. Es ist heute so wechselhaft, ich könnte euch nicht mal die genaue Temperatur gerade sagen. Außer mein Mann verrät sie euch im Auto, weil es so windig ist. Nee, aus privaten Gründen sind wir tatsächlich ausgewandert, weil es uns hier so gut gefallen hat. Guckt euch das mal an. Das ist in Nordschweden, in Storforsen, bei den Stromschnellen. Minus 8 sind bei uns oben ungefähr. Ja, dann hier ungefähr dasselbe. Müsste so circa hinkommen. Richtig, Flori. Richtig. So schön hier, ne? Ich liebe diese Aussicht. Ich bin so gespannt, wie das im Sommer hier aussieht. Nee, Wölfe tatsächlich nicht, aber bei uns oben nicht weit gibt es drei Bären, die rumlaufen. Vielleicht können wir im Sommer mal ein paar Drohnenaufnahmen von denen machen, das wäre cool. Und ihr Lieben, falls ihr noch nicht folgt, gerne folgen. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt. So, jetzt gucken wir mal. Richtig, also das auf jeden Fall, Darian, da hast du recht. Es ist mega schön hier. Natürlich, wir sind immer vorsichtig, warum auch nicht? Aber hier muss man nicht vorsichtig sein. Dario, vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. Dein Mann sagt minus 3. Oh, super. Fühlt sich aber jetzt tatsächlich kälter an, da es so windig ist. Jetzt fühlt sich wirklich an mit minus 20. Was ein großes Mimimi heute, gell? Nein, Spaß. Auf jeden Fall reicht das zum Skifahren und zum Schlittenfahren alle Male.
tatsächlich Teamschlitten fahren. Überall, wo es hingeht, haben wir die Schlitte dabei. Oh wow, wie schön das schon aussieht. Wartet. Hier ist ein bisschen rutschig, muss ich kurz gucken und dann geht's weiter. Warte mal. Ja, richtig, der Wind macht's kühler, aber ich muss euch einpacken, sonst versteht ihr mich nicht mehr. Ah, ich liebe diese Aussicht hier. Ich bin wirklich richtig gespannt, wenn das mal alles weg ist, wie das aussieht und vor allem weiter oben. Beim letzten Mal war schon relativ viel frei. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. So, ja, tatsächlich Kälte gefühlt. Richtig. Es ist tatsächlich relativ, es fühlt sich gerade wirklich relativ kühl an. Aber diese Aussicht, das ist alle Male wert, da hochzukrakteln, sage ich euch. Das ist so schön. Und Chrissy, vielen Dank für das Sushi. Dankeschön. Und das ist in Nordschweden, gerade in Storforsen, auf dem Weg hoch zu dem Stromschnellen. Und dann gucken wir mal, ob wir ein paar schöne Bilder zusammen machen können. Oh, Jonte. That's a hard one. No. Really, I don't know. Only thing I understand is something with a heart. No, more I don't get, sorry. Please in English. Froh, wenn ich fertig bin mit aufräumen, da freut sich auf jeden Fall. Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Okay, ich warte. Okay, I wait. Wir sind in Nordschweden, gerade auf dem Weg, also gerade in Storforsen, auf dem Weg hoch zu den Stromschnellen. Guckt euch das mal an, ist so schön. Und die Sonne kommt sogar raus, mega. Die hat gehört, mir ist kalt. Ja. Ach, Mel, ich sag dir was, so einer bin ich. Die Chips hier in Schweden sind göttlich, sage ich euch. Deswegen machen wir jeden Tag zusammen mehr als 10.000 Schritte voll, damit wir diese köstlichen Chips essen können. Ah! No problem, but it's very nice for you, but I love the snow. Ich bin immer froh, wenn wir Schnee haben. Jeden Tag mehr von mir aus. Kann ich mit leben. Irgendwie hat Schnee so was Beruhigendes und vor allem lässt es schöne Kindheitserinnerungen immer hoch. Warum hat sich deine Schulter verabschiedet? Wo ist sie denn hin? Und moin moin Wilfried. Dann mach's gut, liebe Cindy und hoffentlich bis bald. Oh, guck, da vorne haben wir es gleich schon geschafft. Oh, wartet. So. Ich sag euch was, es ist so rutschig hier. Und ich weiß noch nicht, wo das Wasser ist. Ich bin gleich mal gespannt, ob man wieder das Holz sieht. Und Mel, vielen, vielen Dank für die Truhe. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Dankeschön. Und vielen Dank für 10.000 Likes, ihr Lieben. Danke. Na, ihr seid heute so fix. Vielen, vielen Dank. Ich mach jetzt erstmal. Oh, lecker, Mel. Dann lass es dir auf jeden Fall schmecken. Das haben wir leider hier noch nirgendwo gefunden. Richtig gute Wurst. Aber das kommt noch. Wir haben gesehen, vielleicht können wir sogar beim Metzger aus Deutschland bestellen. Also Däumchen drücken. So, jetzt haben wir schon die erste Etappe geschafft und könnt ihr es hören? Das Wasser ist frei. So, das meine ich. Guck, hier läuft auch das Wasser lang und hier beginnen jetzt diese kleinen Brücken. So, und da vorne ist es schon mega. Ah, okay. Ist heute das nachbarschaftliche Grillen. Jontes, thank you for the heart. Thank you. Guck, könnt ihr das sehen? Oh, ist das bestimmt cool im Sommer da mal runter zu fahren. Mega. Dann danke, liebe Liane, fürs ganze Tippen. Und an euch alle vielen, vielen Dank. Wartet. An Sultan, vielen Dank fürs Herz. Dankeschön. Und wartet. Ah, okay, okay. Guckt euch das mal an. Wow. Es ist ja fast schon alles weg hier oben. Dankeschön, Chrissy, für die Rose. Dankeschön. Oh, guckt euch das mal an. Mega, oder? Wo ist das ganze Eis hin? Könnt ihr es sehen? Richtig schön. Okay, wir gehen mal ein Stückchen weiter hoch.
Und das ist erst der Anfang. Mal gespannt, wie es oben aussieht. Wartet. So. Boah, guck mal hier. Okay, nicht ran. Huhu's Horti Cat, hi. Doch, Robert, es war komplett zugefroren. Es ist jetzt erst wieder aufgebrochen zwischendurch, weil wir waren schon mal hier, da war es komplett alles eingefroren, bis auf 2-3 kleine Stellen. Ah. Mach ich. Auf jeden Fall. Und wir sind noch nicht oben angekommen. Oben sieht es noch viel cooler aus. So schön. Okay, ich passe drauf auf. Auf jeden Fall Kuschelmaus. Das ist der Plan für den Sommer. Mal gucken, ob es klappt. Ich hoffe. So. Jetzt kraxeln wir mal weiter hoch. Ist richtig cool. Heute ist die Bahn frei. Also kann man gediegen hier hochlaufen. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht, wenn wir im Sommer dann dieses Wildwasser-Rafting machen können. Das ist bestimmt mega cool. Und Maria, vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Hoffen wir es mal. Oh, guck mal hier. Mega. Wartet. Richtig schön. Oh, super. Das freut mich. So cool. Man hört sich. Man versteht sich, gelle? So cool. Guck mal, da seht ihr mal, dass es langsam erst aufbricht tatsächlich. Aber das Eis ist so mega dick. Richtig mega. Ist schon eine richtig schöne Strecke. Also wenn ihr mal hier oben unterwegs seid, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Es lohnt sich. Gerade im Sommer wahrscheinlich auch noch mehr als jetzt. Wobei es auch schon ein mega cooler Anblick ist, sage ich euch. Das ist ein Storforsen in Nordschweden bei den Stromschnellen. Oh, guck mal hier. Genau, in der Nähe von Witzel. Richtig cool. Das sieht so mega schön aus, sage ich euch. Vor allem mit der Sonne, das glitzert gerade alles so mega. Ist auf jeden Fall Telefon. Ist ein guter Tipp. Aber keine Sorge. Fest in den Flossen. Aber ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert, sage ich euch, so schön. Yes, Jonte, it's so beautiful here. When you're in the north, you have to visit that place. In summer, it's so beautiful too. So, ist wirklich ein richtig schöner Ausflugspunkt. Oh, guck mal hier vorne, seht ihr das? Warte, geh mal näher ran. Ich verspreche, lass nicht falle. Aber guckt euch mal den Weg an. Ja, ist echt nur so ein ganz schmaler Pfad hier. Der Rest schon komplett weggetrampelt. So. Oh, diese Aussicht, himmlisch, ne? Auf jeden Fall. Yes, Jonte, it's the best time now to see that and to drift here. Auf jeden Fall ist es die schönste Zeit, sich das hier oben auch mal alles noch so im Winter anzusehen. No, that's not Sweden. Nicht Deutschland. Oh, guck mal hier. Ja, Robert, da hast du recht. Es ist mega schön hier oben. Guckt euch das mal an. So. Ist auf jeden Fall jedes Mal eine Reise wert, sage ich euch. Und ihr Lieben, falls ihr noch nicht folgt, gerne folgen, nicht vergessen. Guckt hier, das meine ich. Könnt ihr das sehen? Da läuft nämlich auch das Wasser lang.
So schön. Das ist Nordschweden, in Storforsen, bei den Stromschnellen. Wartet. Das geht nur mit Anlauf. Aber geschafft. Auf jeden Fall, Birte, da hast du recht. Okay, liebe Mel, danke schön für deinen Support und bis später. Mach's gut. Oh, guck mal hier, wie das dagegen haut. Christi, vielen Dank fürs Team her. So. Geh mal ein Schrittchen weiter und guck mal von der anderen Seite. Ja, aber es ist in Nordschweden. Ich spreche nur Deutsch, deswegen. Und Wally, vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. Oh, wartet. Also für jemanden, der Höhenangst hat, ist es hier echt nichts, weil guck mal. Also, wenn wir im Sommer hier sind, ist es nichts für schwache Nerven. Oh, guck mal hier. Ja, in Nordschweden liegt noch jede Menge Schnee und hoffentlich noch mindestens einen Monat. Das wäre so schön. Richtig, North Sweden. North, nicht Nord. Wartet. Gleich ist ein bisschen leiser, dann versteht man es besser, versprochen. So mega schön, sage ich euch. Und gerade hier vor Ort, es glitzert alles so mega schön wegen der Sonne. Das ist schon... Oben wäre auf jeden Fall schon super, wenn wir uns dort treffen könnten. Genau, North Sweden, Nord. Englisch heute on point, sage ich euch. Und tatsächlich hier oben im Wald ist es total angenehm und man friert nicht mehr so wie da unten, weil es viel geschützter ist. Was ein Ausblick, oder? Ich hoffe es. Guckt euch mal die Steine da an. Ist so cool. Das Problem ist, vor ein paar Tagen hat es noch so getaut, dass hier die ganzen Stufen eingefroren sind. Deswegen ist auch keiner hier heute so wirklich unterwegs gefühlt. Es ist wirklich atemberaubend schön, sage ich euch. Wie gesagt, wenn ihr mal hier im Urlaub seid, guckt es euch auf jeden Fall an. Im Sommer genauso wie im Winter. Es ist mega schön hier. So. Ist doch auch was Schönes, Sonne zu haben. Ich freue mich schon auf den Juni, wenn es 24/7 hier hell ist. Das ist bestimmt auch mega schön. Guckt euch das mal an. Ist so schön. Und Franziskus, danke dir fürs Folgen. Dankeschön. Dann musst du vorbeikommen, wenn du Schnee brauchst. Oh wow, so cool. Warte. Ich glaube, hier ist die schönste Aussicht mitunter, bevor wir ganz hoch kommen. Gerade hier runter. Sieht auch wirklich mega aus, sag ich dir. Wir machen ja auch immer Fotos nebenbei, das ist echt schon richtig traumhaft, das auch so vor Ort zu sehen. Also wie gesagt, wir fahren auch immer wieder gerne hierher und gucken uns an, wie sich's verändert. Danke, Mimimi. Ja, schon mal für den nächsten Urlaub planen, gell? Und danke fürs Röschen, dankeschön. Auf jeden Fall lieben wir Schnee. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und ihr Lieben, falls ihr noch nicht folgt, gerne folgen. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt.
Und Ute, danke für die Rose. Ach, okay, super, mein Schatz. Ich brauche aber noch. Ist rutschig. Hier unten kann man im Sommer auch langlaufen. Aber jetzt ist es leider... Wobei, wir können mal gucken, aber ich glaube nicht. Das sieht so zu aus. Das glaube ich. Das stimmt, es hat schon was Romantisches. Gerade hier unten ist es echt super schön. Und BVB, vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. Allein hier zu stehen, sich das anzugucken, ist so mega. Beim letzten Mal war tatsächlich bis auf hier unten so kleine Stellen alles zu. Ich drück dir die Daumen. Wir sind in Storfhorsten an den Stromschnellen. Das ist Richtung Pitea, falls ihr das was sagt. Nicht so weit weg von der Küste. Und Hallöchen Mary. Naja, dann hast du doch hier die perfekte Abkühlung durch den Bildschirm, oder? ja. So besser? Nee, Pitea. Oben, nicht weit, das ist gar nicht so weit weg von Lulea. Ungefähr 1,5 Stunden. Pi mal Daumen. Das sieht so gut. Vor allem da hinten, die Eisbrocken. Boah. So schön. Nee, baden ist jetzt nicht. Im Sommer, versprochen. Yes, Jonte, you're so right. Was the best choice we made. Das stimmt schon. Hierher zu ziehen haben wir, also hierher auszuwandern, haben wir nicht einen Tag bisher bereut. Ganz im Gegenteil. Es ist so eine schöne Umgebung und vor allem die Menschen hier. Ja, ich auch, aber nicht in so einem Gewässer. So verrückt bin ich dann doch nicht. Perfekte Abkühlung auf jeden Fall. Ja. Ich weiß es nicht, Birte, aber wir kommen im Sommer her und wollen dieses Wildwasser-Rafting machen. Dann zeigen wir es euch. Weil dann darf Ommel filmen und wir schmeißen uns dann da rein. Ist mega schön, ne? Siehst du, Flori? Vielleicht können wir es ja zusammen machen, das wäre mega. Wieder vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. Genau, ihr Lieben, falls ihr noch nicht folgt, gerne folgen. Richtig, Manifred, ja. Den können wir mit hernehmen. Der hat bestimmt auch Spaß. Aber hier ist alles platt getrampelt. Hier kommen wir sogar mal vor und können von hier vorne gucken. Wartet. So mega, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns schon darauf, das zu machen. Ist bestimmt auch mega cool. Warte mal. Ich guck gerade, ob man ihn hier sieht. Hier. Ich glaube, das Storfhorsten in der Nähe von Pitea. Ich glaube, Pitea ist von hier ungefähr 80 Kilometer. Und das sind die Stromstellen hier. Die sind auch überall schon in der Stadt ausgeschrieben tatsächlich. Ute. Oh, cool, Kuschelmaus. Ja, hier oben muss auch ein bisschen Abenteuer sein. Wir sind auch schon mal gespannt, wie das echt wird dann. Und ob ich nicht kurz vorher einen Rückzieher mache, wer weiß. Warte, so, hier. Haben wir noch mal eine... Oma kommt jetzt hier vor. Beim letzten Mal war es alles zu. Guck mal jetzt. Das ist richtig mega. Und das ganze Stück haben wir schon hinter uns. So. Jetzt haben wir noch ein, zwei Etappen und mal gucken, wie es dann von ganz oben aussieht, wenn man dann einmal komplett runter gucken kann. Das ist bestimmt auch mega. Oh, jetzt höre ich wieder was. Das ist so laut da vorne. Man hat zwischendurch echt so ein richtiges Klingeln in den Ohren. Das ist Nordschweden. Ich glaube, in der Nähe von Witzel, das ist das nächstgrößte hier in Storfhorsten, bei den Stromschnellen sind wir gerade unterwegs und gucken es uns an, wie es in, ich glaube, letzten Monat waren wir hier. Da war tatsächlich noch alles zugefroren und jetzt gucken wir es uns so mal an. Es ist so schön, sage ich euch.
Gerade hier vor Ort, wenn die Sonne rauskommt und das alles glitzert, ist echt ein Träumchen, sage ich euch. Wo wir das zum ersten Mal gesehen haben, war alles noch zugefroren. Und jetzt sieht man erstmal, was da für eine Kraft hinter dem Wasser ist und was es gebraucht hat, dass es alles so schnell einfriert. Mega. Hallo? Richtig. Ist praktisch, gell? So die Welt entdecken, aber schön zu Hause eingemummelt sein. Wobei, tatsächlich, mittlerweile bin ich eine richtige Entdeckerin geworden. Ich mag das, mir alles anzugucken und überall hinzulaufen. Ich bin schon Storchhorsten, richtig. Ute, wenn wir gleich oben sind, kann ich es euch zeigen. Da seht ihr auch, wie das richtig geschrieben wird. Aber hier zwischendurch hängt viel von der Natur, deswegen richtig Mimimi. Auf jeden Fall. Da sieht man erstmal, was da für eine Kraft dahinter steckt, ne? Und da oben ist die Skipiste, da. Ihr geht raften und ich winke euch ganz... Hast du keine Lust, Flori? Aber ist ein Deal. Können wir auch so rum machen? Aber ist heute echt keiner da? Mega. So schön. Auch gerade, wenn die Sonne rauskommt, ist es richtig angenehm auf einmal. Wartet. So. Aber jetzt sieht man mal überall, wo hier Wasser lang fließt. Ne? Wenn man einmal einen Schritt daneben macht, merken wir uns das nächste Mal. Es ist in Storchhorsten. Das ist nicht so weit weg von Pitea. Ich glaube, Pitea ist von hier noch 80 Kilometer ungefähr weg. Pi mal Daumen. Wartet. So. Ich bin mal gespannt, wie das auch da hinten aussieht. Da kommt man jetzt leider gar nicht hin. Aber das sieht bestimmt auch mega aus. Hier lang zu laufen ist echt ein Abenteuer, sag ich euch. Aber toi, 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 ich habe mich noch nicht hingelegt. Nee, wir leben zwischen Avezio und Jokkmokk. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Ecke von hier weg, ungefähr ein Stündchen. Ja, ist ein Nachmittagsausflug, weil hier oben sieht man auch mega viele Rentiere im Wald. Gesehen bin, oh, super, hat's geklappt, es ist freigeräumt, mega. Und guck, hier kann man auch super grillen. Steffen, vielen Dank fürs Teamherzchen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich glaube, ich bin sogar gleich schon oben. Mann, bin ich schnell. Kein Problem. So. Das Knacken ist so beruhigend für die Seele, sage ich euch. Das ist in Nordschweden. Bei Storchhorsten, nicht weit weg von Pitea. An den Stromschnellen. Hey, hey, Steffen, wie geht's dir? So. Seht ihr mal. Hochgespürt. Genau, der Esel auf schnellen Hufen heute. Ach, seht ihr mal. Neue Rekordzeit. Trotz Eis. So, guckt euch das mal an. Da unten sind wir gerade eben gestartet. Da, am Hotel. Und Ute, danke schön fürs Teamherzchen. Danke schön. Der Ausblick ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Danke. So schön. Lohnt sich jedes Mal. Haben wir noch nicht, aber tatsächlich, Moonboots sind auch super. Bisher noch keine Probleme mit gehabt. Kann ich nicht meckern. Aber mit Schneesturm kommst du natürlich besser durch den Tiefschnee. Wobei ich mich bei uns da noch nicht lang traue, weil unsere Seen da so viele Ausläufe haben und ich nicht mitten im Wasser stehen möchte tatsächlich. Aber sonst, ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, mein Mann läuft immer noch mit der Hausschuh draußen rum. So kalt ist es dann doch noch nicht. Ah, guck, hier könnt ihr es sehen. Einmal für euch zum Screenshot machen. Hier sogar in Englisch. So. Bei Storchhorsten. Warte, was ist mit Angeln? Wir haben einen Plan, aber ich glaube tatsächlich, hier ist Angelverbot. Gerade an so Plätzen habt ihr eigentlich überall diese Schilder hängen. Ich habe noch keins gesehen. Wir haben einen Plan.
Echt, war schlimm mit den Schneeschuhen, Flori. Ich habe es nur kurz gesehen, du bist öfter mal stecken geblieben. Ist das Übungssache? Oh, guckt euch das an, jetzt kommt sogar wie die Sonne raus. Endlich. Oh, ist das schön, der Ausblick, sage ich euch. Kommt man eigentlich noch viel weiter hoch oder ist es jetzt schon zu Ende? Weil da oben sind auch so Häuschen, deswegen. Also was sagt ihr, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hochzukraxeln. Und jetzt sieht man mal, wie massig das Wasser ist. Beim letzten Mal habe ich nicht gedacht, dass das so viel ist. Ach, Chrissy, danke schön fürs Röschen. Danke schön. Ja, so, jetzt gehen wir langsam. Versuchen wir wieder die Runde. Yeah, it's so beautiful, Jonte. You have to see that in summer too. Then you can make a wild water rafting. I hope you know what I mean. That's so nice. Ich bin auch auf den, ich bin auch auf den Sommer echt gespannt. Oh, schade, Steffen. Es ist wirklich mega schön. Ich glaube aber, ihr wart auch schon mal hier vor kurzem. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist so mega. Bei den Häusern. Ah, Museum. Ach so, okay. Und hallo, liebe Frau Holle. Na? Wenn du Deutsch-Englisch redest, ja. Ich bin in Nordschweden unterwegs. Bei Storforsen, bei den Stromschnellen waren wir gerade. Wie geht's dir, liebe Frau Holle? Und danke schön fürs Armbändchen. Danke. Wir hören's noch. Und zum Abschied noch mal so. Und da gehe ich jetzt langsam wieder mal vor zum Auto. Damit unsere Kinder auch noch eine Runde hier rumrennen können und erkunden. Die haben bestimmt gleich auch mega ihren Spaß. Das ist so schön hier. Und jetzt kommt endlich die Sonne raus. Heiß, wird wärmer. Yes. Me too. Ich war tatsächlich im Sommer noch gar nicht hier. Ich glaube, nur mein Mann, aber der war nicht hier oben. Der war nur bei uns im Ort unterwegs. Und dann kam er auch schon wieder heim. Deswegen ist bestimmt eine mega Umstellung, das alles auch mal im wunderschönen Sonnenschein zu sehen. Und wenn alles grün ist vor allem. Oh, was ist los, Frau Holle? Was hat der Arzt gesagt? Steffen, vielen Dank für das Konfetti. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Du warst im Sommer in Trollforsen, echt? Aber doch nicht hier. Davon habe ich keine Bilder gesehen. Oh nein, dann gute Besserung. Hoffentlich geht es dir schnell wieder gut. Toi, 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 wir haben gerade unsere Erkältung so halb hinter uns gebracht. Mein armer Mann hustet zwar noch ein bisschen rum, aber Gott sei Dank nicht mehr so schlimm, wie es war. Und Maja, vielen Dank fürs Folgen. Wir befinden uns gerade in Storforsen bei den Stromschnellen. Wobei ich jetzt schon langsam wieder zurück zum Autotiger, da meine Kids auch noch eine Runde rennen wollen. Ja, es ist wirklich mega schön hier, sag ich dir. Also, wenn ihr hier mal Urlaub macht, kommt auf jeden Fall mal vorbei und genießt es. Weil auf dem Rückweg könnt ihr hier auch super grillen. Und Kuschelmaus, Dankeschön fürs Herzchen. Ja, mega, oder Frau Holle? Und jetzt bin ich schon mal, jetzt sind wir schon so gespannt auf den Sommer, wenn wir das alles mal in grün sehen und endlich auch auf die Berge klettern können. Da steht nämlich, ah, Trollforsten, ja. I'm sorry. Das Hen. Frau Holle, vielen, vielen Dank für das Handherzchen. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Dankeschön. Aber wie gesagt, Sommer, ganz dolle. Weil hier sollen überall wunderschöne Blümchen sein. Nur leider kann man sie jetzt nur erahnen. Und die Berge. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Sonnenauf- und Untergänge. Okay, im Spätsommer begutachten. Genau, gute Besserung an die liebe Frau Holle. Hoffentlich schnell wieder weg. Grippe ist immer blöd. Fühlen mit dir. So, guck mal, jetzt kommt doch die Sonne wieder raus. Jetzt sieht man das alles nur ein bisschen besser. Das ist in Nordschweden, bei Storforsen, bei den Stromschnellen. Nicht weit weg vom Pitea. Das sagt wahrscheinlich den meisten hier oben was. Midsummer Ride, yes. That's a thing we never see before. That's the first time, so do you have any tips for us? Ja, Midsummer wird ja auch das Erste, was sie dann so richtig miterleben. Wir haben schon gehört, bei uns in der nächstgrößeren Stadt ist da ein Riesenfest. Da gucken wir mal da mal rein. Das ist bestimmt auch richtig schön. Guck, wie ich gesagt habe, überall so Fotos von so schönen Blümchen. Sind wir mal gespannt, wie das
das dann aussieht. Steffi sieht den nächsten Monat wieder. Aber dieser Ort ist wirklich so magisch. Ich bin wirklich gespannt. Oh, Chrissy, vielen Dank für die magische Qualle. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, Frau Holle, dann ruh dich schön aus. Nochmal gute Besserung und hoffentlich geht schnell wieder weg, den Krempel. Vielen, vielen Dank für die Qualle nochmal. Dankeschön. Und ich sag euch was, toi, ich bin noch nicht wieder zurück. Aber es läuft gut. Der Weg ist voller Schnee, nicht voller Eis. Grrr. Ich verstehe, was du meinst, Mimimi. Ich hab das im Kopf. Ich rede manchmal so wirres Zeug. So schön, ne? Im Dunkeln waren wir tatsächlich auch noch nicht hier. Das sieht bestimmt auch mega aus mit den Lichtern. Und guck, jetzt seht ihr, hier ist auch überall Wasser drunter tatsächlich. Wenn das Handy selbst verbessert, ja, das fühle ich. Kann ich nachvollziehen. Ist aber auch immer eine gute Ausrede, wenn man was falsch schreibt. Gell? Das böse T9. Nicht, wenn man redet. Ja, dann ist die Verrafftheit. Okay, ich nehme alles zurück. Hier ist glatt. Ich muss es ja auf den letzten Metern beschreiben. Nein. Okay, jetzt gehen wir hier. Guck, seht ihr? Nicht so viel hier runter gucke, sondern guck. Es ist so gerutschig hier. Okay, jetzt machen wir ein bisschen langsamer. Moin, moin. Das ist schwierig zu sagen. Also, ich glaube, minus 3 hat mein Mann gesagt. Morgen minus 18, jetzt minus 3, ja. Wir gehen ganz langsam. Ich habe es doch gerade noch gesagt. Oh, ist heute nicht rutschig, gar nicht. Und jetzt guck mal, jetzt, ihr seht es auch, das ist eine Eisschicht. Eieiei. Das musst du erst mal hinkriegen. Eieiei. Aber naja, gehen wir langsam. Wir genießen die letzten Meter ganz in Ruhe. Ja, jetzt geht's wieder. Gott sei Dank. Ich glaube, hier steht es nochmal. Guck, hier sind wir gerade einmal lang gelaufen. Bis hier hoch. Aber ich glaube, da kann man tatsächlich... Nee, wir waren tatsächlich am höchsten Punkt. Höher geht's auch so gar nicht. Den Rest muss man dann einmal querfeld einlaufen. Wir sind nämlich hier gestartet und einmal hier hochgerannt. Oh, guck, da haben wir schon eine vage Vorstellung, wie es tatsächlich im Sommer aussieht. Weil in echt sieht es tatsächlich meistens gerade hier oben doch viel, viel schöner aus. Oh, jetzt ist nicht mehr rutschig, Gott sei Dank. Wir laufen wieder im Tiefschnee. Und bei euch, ihr Lieben, was habt ihr heute noch geplant? Was macht ihr Schönes? Also wir rennen jetzt noch eine Runde hier im Wald rum und genießen diese schöne Aussicht. Vielleicht sehen wir ein paar Rentiere. Dann laden wir euch noch ein paar schöne Bildchen hoch. Weil hier hinten ist eine mega Rentierstrecke. Da haben wir beim letzten Mal, ich glaube, bestimmt 100 Rentiere auf einmal gesehen. Das war echt der Wahnsinn. Vorher noch nie so viele Rentiere gesehen. Oh Gott, da war sogar jemand. Nee, ich bin nicht gefallen, ich bin nur gerutscht. Ich habe mich schnell festgehalten, alles gut. Ah, nee, Gott sei Dank nicht. Ich musste nur mega langsam laufen. Es ist wirklich super rutschig da unten gewesen. Kein Wunder, dass da im Moment keiner lang läuft. Wir haben die ersten paar Meter gesehen und haben gesagt, nee. Super, vielen Dank, liebe Mimimi. Das ist ja mega lieb von dir. Dankeschön. Ja, wir hoffen, wir können es nachher auf YouTube hochladen und haben ein paar schöne Aufnahmen dazu bekommen. Ich habe keine bekommen. Gerade kamen sie alle auf einmal an. Einkauf müssen wir auch noch. Kühlschrank sagt, ist leer. Alles Obst aufgemuffelt. So, auf jeden Fall. Warte. Jetzt habe ich die Hälfte tatsächlich gar nicht gelesen. Vor lauter, ja. Aber wir haben daraus gelernt. Yes, of course, Jonte. I'm getting old. Maybe. Liebe Grüße zurück an die Schmel. Warte. Ja, wir machen kurz eine Pause, sonst stehen mir die Leute nur im Weg. Wenn wir uns da hochrennen. So. Aber ich glaube, hier kann man sogar ein bisschen Zeit verbringen. Kathi, danke schön für die Röschen. Danke schön. Die denken sich auch nur, die verrückte Deutsche immer, ne? Aber ich sag euch, diese Berg- und Talfahrt war ganz schlecht. Oh, jetzt kommt ein Auto. Oh. Das ist
so typisch, gell? Immer wo ich langlauf, treffe ich Deutsche. Aber immer zu den komischsten Momenten, wenn ich am Fluchen bin, wenn ich am Fallen bin oder sonst was. Wir wohnen noch gar nicht lang hier, Ingo. Erst 3-4 Monate mit kurzer Unterbrechung. Wieder zurück nach Deutschland wegen Unterlagen. Aber hoffentlich jetzt fest, wenn alles klappt. Toi, toi, toi. Wir hoffen's. So. Und wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hier ist nur ein rotes Auto. Kein oranges. Kein Mann da. Hast du mich veräppelt? Ungefähr 8 Monate, kommt immer drauf an. Manchmal länger, manchmal kürzer. Immer wann es startet. So. Alles hochgekraxelt. Ach, da hinten, ganz da hinten steht er. Eieieiei. Ich hab dich gar nicht gesehen. So. Jetzt aber geschafft, Gott sei Dank. Hab schon gedacht, stehst du doch da ohne. Und tatsächlich stehen noch 2 andere Autos hier, aber ich habe niemanden gesehen. Ich mach die Augen auf, ich hab sie auf. Ich habe dich trotzdem nicht gesehen. Hast du versteckelt vor mir? Ja, einkaufen müssen wir auf jeden Fall auch noch. Rentiere suchen, noch eine Runde Schwasse mit den Kindern machen. Steht ganz oben auf dem Plan, weil die können hier natürlich super rumrennen und sich das auch mal angucken. Moin zurück und einen schönen Tag wünsche ich dir auch. Ist bei dir das Wetter auch so traumhaft schön? Mega, der Frühling kommt. Hoffentlich jetzt richtig. Noch 1-2 Mal Schnee und dann geht's weiter, oder? Hallöchen. Ich hab's geschafft. Das war so rutschig. Hast du wehgetan? Nein. Bin nicht gefallen. Ich konnte mich noch halten. Ich konnte mich noch halten. Ich konnte mich noch halten. Richtig, ich konnte mich noch halten. Jetzt könnte ich mein Haar wieder zusammen machen und mir sagen, wie ich verloren. Aber es ist grau diesmal, ich hab's wiedergefunden. Ich kaufe halt Aktien in den Haargummis. Wer plant? Welche Frau versteht mich? Haargummis und dann auch noch weiße, die findest du hier nie wieder. Ja? Kein Wunder, dass die so günstig waren. Jetzt habe ich ein graues, das funktioniert. Meinst du, das hast du wiedergefunden? Ja. Das findest du aber auf dem Kopf nicht wieder, wenn du dich so weiter aufregst. Das stimmt. Genau. Mega. So. Und? Jetzt mal wieder schön den Allmann da unten gemacht. Ja. Warum? Da platzt sogar der Gummi, ey. Von der Rille, ey. Ich musste das wirklich so laut sagen, danke. Oh, Haargummi hat schon wieder verabschiedet, ey. Ich glaube, ich muss zum Friseur. Ja, das ist mal eine gute Idee. Genau, mal die Putzwolle. Ich muss da schon lang drin, ne? Lang hin. Ich weiß. Kennt ihr einen guten Friseur hier oben? Wir suchen noch. Haben wir für heute noch andere Pläne? Ja, Jonte, we must be shopping. Yes. Grocery shopping? Yes, and can you please tell me the name again from the energy drink? Huh? He says he has something good. The name is Flying Hash. Flying. The Flying. Half is Hunting Master, yeah. The other is Red Bull. I understand. It's the best energy. Yeah, of course. With lots of Kräuter. Danke. Ah, warte, ich muss mal ein Screenshot machen. So, hopefully I will find it. So. Grüße, hast du gehört? Liebe Grüße an dich. Wer? Mel. Grüße zurück. Ja. Und Jordan, vielen Dank fürs Folgen. Genau, ihr Lieben. Falls ihr noch nicht folgt, gerne folgen. Wir freuen uns über jeden, der zukommt. Von wem, bevor Grüße kommen. Genau. I-Gelber. Stimmt. Hä? Das gelber Schnee. Warte, so ist besser. Spoiler-Alarm, der schmeckt nicht nach Zitronen. Richtig. Spoiler-Alarm. Oh Gott. Wir warten hier noch kurz, weil das Auto fährt gleich weg, sonst stehen wir denen im Weg. Orangen, habe ich auch nicht. Orangen. Wir wollen nicht wissen, warum der Schnee orange ist. Hat er hingeordnet. Ach, jetzt hör doch bitte auf, so eine schlechte Stimmung. Guck doch mal. Nee, ich will nicht gucken, danke. Kennt ihr Leute, die immer unbedingt was zeichnen wollen, willst du aber nicht sehen? Oh, jetzt fängt es an zu. Sag mal, jetzt fängt es an zu schneien. Hä? Es fängt gerade an zu schneien. Ja. Seht ihr? Ihr seht das, guck mal, es fängt an zu schneien. Warum? Hey Charles, danke für die Rosen. Hi Charles und vielen Dank für die Röschen. Dankeschön. Jetzt, ja, sie ist ja, zieht sogar die Banane blank, ey. Das, was für eine Banane zieht ihr blank? Die da, das ist eine Banane. Kathi ist Banane. Richtig, Kathi ist Banane. Ey, yo.
Und Mel, danke schön fürs Röschen, danke schön. Ja. Richtig. Soll er bei YouTube spielen? Ja. Ah, ihr versaut schon. Ja. Siehst du, sobald der kommt hier, schicht alles aus und vorbei. Und vielen, vielen Dank für schon über 20.000 Likes, ihr Lieben. Dankeschön. Das ist 5 Minuten Unterhaltung, schon kannst du das Ding wieder nicht bei YouTube hochladen. Bei uns hast du eine Hitze. Ah ja, das ist der perfekte Ausgleich, oder? Einmal jetzt, nee, hier rein nicht. Wir finden da unten einen besseren Platz zum Reinhüpfen. Wo willst du reinspringen? Charles hat gesagt, bei ihm hast du die Hitze. Also hier kannst du einmal reinspringen. Ja, damit stiften die, die kriegen ja 30 Grad, ey. Du bist kaputt, ey. Wenn ich 30 Grad will, dann spring ich in den Hot Tub, ey. Das stimmt. Boah. Yes, Jonte. Are you sure? Der will heute kochen. Was? Jonte will heute kochen. So was kann der? Yes. Nicht schlecht. Maybe he tries to cook. Steak with Pommes. 25 Grad bloß, das kannst du doch nicht machen, das ist viel zu warm. Also da hört es ja auf. Ich meine, Höchsttemperatur hier 22 Grad und dann eine Schicht. Ah, ihr Lieben, kannst du doch nicht. Kann mir doch keiner erzählen. Und wie fandet ihr es eigentlich? War eine mega Aussicht, oder? Können wir wieder machen. Mal gucken, nächsten Monat, wenn wir Zeit haben. Morgen 30, nee, oder? Wirklich 30 Grad? 30 Grad, musst du dir mal überlegen. Gehst du um? 30 Grad morgen. Die haben wir auch manchmal. Minus. Ja, stimmt, wir haben sie Minus. Lieber Minus statt Plus. Das stimmt. Charles, musst du doch einen kurzen Abstecher hermachen, ja? Bevor es noch schlimmer wird. Mach's gut, Charles. Schönen Tag. Genau, mach's gut. So, ich würde sagen, wir machen langsam Feierabend, die kleinen Handschnuller verloren. Hast du okay. Noch einen Ersatzschnuller ja, hab dabei? Ich. Okay, ihr Lieben. Gott sei Dank. Chefin geworden. Hat gerufen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für euer mega Support heute wieder mal. Macht's gut. Hallo. Fürs Folgen, fürs Liken, fürs Teilen. Danke für den ganzen für die Support. Für die Geschenke. Vielen, vielen Dank. Mi, mi, mi. Ja. Ja, also, komm, jetzt gibt mir mal ein bisschen Mühe. Falls ihr noch nicht folgt, gerne folgen. Und wenn ihr Fragen habt oder zu uns in die Discord-Gruppe wollt, schaut entweder im Link in der Bio nach oder schreibt uns bei Instagram. Wenn nicht, schreibt uns bei Instagram. Genau. Dann bekommt ihr den Link für Discord. So scheuer. Hast du hier umgeschnüffelt oder was? So, ihr Lieben, wir sind raus. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao. Ich werde keinen haben, ich muss eingehen.